Über gewundene Serpentinenstraßen nähern wir uns einer paradiesischen Inselwelt rund um die Insel Kekova. Unter uns liegt das idyllische Dorf Ychagis, von wo aus wir unsere Bootstour starten. Am Steg besteigen wir unser Ausflugsboot. Es ist ein malerischer Ort, wie gemacht für Yachtsegler. Wir sind allerdings nicht die einzigen Touristen heute Morgen. Das Dorf Ychagis mit seinem Minarett. Dann beginnt die Bootstour durch die malerische Inselwelt. Vor uns das Dorf Kalekoi, das antike Simena mit den Überresten der mittelalterlichen Burganlage der Johanniter. Und hier sehen wir den Sarkophag im Wasser, ein berühmtes Fotomotiv. Inzwischen ist Kalekoi ein Geheimtipp für Individualtouristen. Ziel unseres heutigen Ausflugs sind die Überreste einer versunkenen antiken Stadt. Teile davon befinden sich unter Wasser vor der Insel Kekova. Eingehauen in den Felsen sehen wir die Überreste antiker Häuser. Ein fantastischer Blick auf Kalekoi. Immer wieder begegnen uns Touristenschiffe. Hier Überreste einer antiken Hafenanlage. Nach einer Stunde ist der Ausflug zu Ende.